Seid gegrüßt zu einer neuen Folge von Dreamfall. Ja, wir haben die Batterie und das Gehirn. Ich glaube, Gehirn war es, oder? Ja, genau, Batterie und Gehirn. Und damit wollen wir diesen Wakato, oder wie die immer heißen, diese Plüschwesen, in Gang setzen. Und damit sollten wir doch hoffentlich dieses Notebook oder Laptop oder wie auch immer finden. Und dann endlich mal ein paar Informationen bekommen, was hier abgeht. Hoffe ich zumindest. So, hier mussten wir links. Bin ja mal gespannt, ob das klappt. So, hier rein. Und nach oben. Den Weg kennen wir ja jetzt schon. Na? Jetzt. Wo war er? Hier war er. Ich habe Lucias Energieversorgung und ihr Gehirn entfernt. Nun ist nichts mehr da, außer mechanischen Teilen. Ja, dann benutzt mal das hier. Und das Gehirn natürlich. Hoppala. So. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Zoe, ich habe von dir geträumt. Ich hatte viele Träume. Ich träumte, dass du mir mein Gedächtnis wegnahmst. Jetzt bist du wieder okay, Lucia. Bin ich? Oh, das ist gut. Wo ist Risa? Ich bin sicher, er wird bald zurück sein. Gut. Ich vermisse Risa. Okay, ein neuer Ding. Lucia ist wieder wach. Jetzt muss ich ihr nur noch das Kennwort sagen. Und sie wird mir den geheimen Safe von Risa öffnen. Hoffe ich. Lucia? Ja, Zoe? Bitte, bitte lass diese Arbeit. Ich werde hier sein, wenn du zurückkommst. Das ist das Kennwort, Zoe. Ich denke, du hast eine Nachricht erhalten. Sorge dich nicht. Risa ist wahrscheinlich okay. Aber du müsstest ihm einen Gefallen tun. Er verwahrt ein Notebook in seinem Safe. Es enthält Informationen über die Stories, an denen er zurzeit arbeitet. Ja, wissen wir. Es ist verschlüsselt. Aber Olivia sollte imstande sein, es zu entschlüsseln. Bitte sie, es bei sich zu behalten und lass es nicht in falsche Hände geraten. Wenn ihm etwas zustößt, dann ist es wahrscheinlich wegen des Notebooks. Stelle in diesem Fall sicher, dass die Wahrheit veröffentlicht wird. Folge mir, Zoe. Ich werde den Safe für dich öffnen. Gute Zusammenfassung. Na gut, wo ist denn das Safe? Oh, nette Geheimtruhe. Risas Notebook. Versiegelt und verschlüsselt. Natürlich. Olivia weiß sicher, wie man das öffnet. Sehr, sehr nett. Oh, oh. Hey, hey, was tun Sie hier? Wer sind Sie? Tun Sie das nicht. Ach du Schande. Die ist auch ziemlich stark. Aber wer sind das? Und warum? Was ist passiert? Wer war das? Und warum wollten die uns umbringen? Wegen dem Notebook? Aber das haben sie da liegen lassen. Und wer hat ihnen die Anweisung gegeben, uns nicht umzubringen? Hm, das war knapp. Ich bin ein richtiger Magnet für Schwierigkeiten geworden, oder besser. Risa wurde in etwas wirklich Schlimmes verwickelt. Und ich kriege es bestens hin, zu den falschen Momenten an den falschen Orten zu sein. In den letzten zwei Tagen bin ich fast zu oft knapp entkommen. Genug für ein ganzes Leben. Wenn das so weitergeht, wird es ein sehr kurzes Leben. Risas Notepad. Die Zwillinge haben es nicht bemerkt. Ein Glück. Oh, das war ihnen egal. Na gut. Hat Lucia noch irgendwas? Wo ist Risa? Ich vermisse Risa. Ich bin sicher, dass er bald zurück sein wird. Gut. Ich werde genau hier auf ihn warten. Können wir mitnehmen?
Bitte schalte dich aus, Lucia. Okay, Zoe. Denkst du, dass ich von Risa träumen werde? Vielleicht, ja. Ich bin sicher, dass du das wirst. Gut. Sorry, Lucia. Das hier gehört Wonkas. Ja, ich würde auch sagen, wir geben es Wonkas. Als allererstes wieder, wir sind ja ziemlich freundlich. Hoppala. Und laufen ziemlich verpeilt in der Gegend umher. So, dann würde ich es nämlich jetzt mal Wonka geben. Oh, da ist die Katze wieder. Hallo, Katze. Habe ich diese Katze nicht gestern schon gesehen? Ja, hast du. Lag das jetzt nur an mir oder sah diese Katze eben ein wenig gruselig aus? Da war etwas Sonderbares in ihren Augen. Sie wirkten ein bisschen glasig. Okay, seltsam. Was es wohl mit der Katze auf sich hat? Nun gut, ich würde jetzt erst allererstes Wonkas das Gehirn wieder einsetzen und danach gehen wir zu Olivia. Betreff Termine einhalten. Ich habe dich heute Morgen beim Training vermisst, Zoe. Ich brauche keine Erklärung, aber ich annulliere alle unsere zukünftigen Termine, bis ich dich wieder persönlich sehe. Ich denke, dass wir darüber reden müssen, ob es irgendeinen Sinn macht, unsere Lektionen weiterzuführen. Oh. Hätten wir da vielleicht auch noch vorbeigehen können? Wahrscheinlich eher nicht. Naja, gut. Erstmal gehen wir, wie gesagt, Wonkas das Gehirn wieder einsetzen. Hier war es, glaube ich. Doch. Komm mal rein. Ich dachte für einen Moment, wir kommen da gar nicht rein. So. Hallo, Zoe. Hey, du bist ja wieder so gut wie neu. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich wie immer. Warum? Vergiss es. Es ist gut, dich wieder zu haben. Vielen Dank, Zoe. So. Ich finde, das mussten wir einfach machen. Das hat sich jetzt so gehört. Und jetzt zu Olivia. Ich hoffe, die Zwillinge sind nicht bei der aufgetaucht und haben die, nun ja, kalt gestellt. Oder sowas. Naja, wir werden es gleich sehen. Ich hoffe, da ist alles in Ordnung. Und ich hoffe, wir bekommen dann ein paar Informationen endlich. Hey Zoe, was ist? Du siehst etwas blass aus. Das wirst du nicht glauben. Ich wurde angegriffen. Schon wieder. Wirklich? Um Himmels Willen, bist du okay? Ja, nur ein bisschen durchgeschüttelt. Waren es die Leute vom Ei? Nein. Ich war in Risas Apartment, hab nach dem Notebook gesucht, als plötzlich diese beiden Mädchen auftauchten. Sie sahen aus, als wären sie Zwillinge. Ich dachte wirklich, dass sie mich umbringen würden. Die eine warf mich gegen die Wand, ich konnte nicht mehr atmen und... Dann sind sie verschwunden. Beide. Ohne ein Wort zu sagen. Es war, als hätten sie einen Befehl erhalten. Wonach haben sie gesucht? Haben sie irgendetwas mitgenommen? Nein. Ich habe nicht einmal das Notebook mitgenommen. Ich habe es fallen lassen. Das haben sie vielleicht nicht gemerkt. Ich denke, ich hatte wirklich Glück. Dann kam ich direkt hierher. Ich brauche deine Hilfe wegen der Aufzeichnungen. Und das Notebook? Du hast es noch? Gib es mir, Süße, und ich werde sehen, was ich tun kann. Okay, dann
Gib mir ihr mal das Notebook. Hier ist Risas Notebook. Okay, gib mir ein paar Sekunden, dann sage ich dir, womit wir es zu tun haben. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, Süße. Ich werde ein Weilchen brauchen, um die Daten zu entschlüsseln. Es hat ein paar schwere Schlösser, außer dem letzten Eintrag. Aus irgendwelchen Gründen ist das nur einfache Verschlüsselung. Risa wusste, dass ich das schnell würde knacken können. Natürlich, er wollte, dass wir das lesen. Da steht Venice Newport, The Fringe, Charlie. Das war's. Newport, das liegt in Nordamerika, Westküste. Ich frage mich, was The Fringe sein soll. Vielleicht trifft er sich mit Charlie in einem Restaurant. Aha. Ich muss nach Newport. Was? Oh, ich weiß nicht, Süße. Vielleicht solltest du diese Information nur Risas Chefredakteur geben. Überlass das lieber der Hand That Bites. Das kann ich nicht. Das ist genau das, worüber Risa sprach. Er steckt in Schwierigkeiten. Ich kann nicht einfach hier herumsitzen und warten, bis er wieder da ist. Was, wenn er meine Hilfe braucht? Du hast recht. Ich meine, er ist auch mein Freund und ich möchte ihm helfen. Ich weiß nur nicht, ob es der richtige Weg ist, wenn du nach Newport gehst. Was kann ich sonst tun? Das ist der einzige Hinweis, den ich habe. Venice, Newport, The Fringe. Dort ist Risa vermutlich hingegangen, um diesen Charlie zu treffen. Ich werde mich daran machen, Risas restliche Notizen zu entschlüsseln. Wir müssen herausbekommen, woran er arbeitete. Es könnte eine Weile dauern. Ich werde so lange den Laden zumachen. Bist du sicher? Meine Stammkunden wissen, wie sie mich erreichen können. Ich rufe dich an, sobald ich etwas habe. Großartig. Danke, Leaf. Sei vorsichtig, okay, Süße? Ich möchte dich in einem Stück wieder haben. Ich muss nach Hause gehen und meinen Rucksack holen, bevor ich nach Newport abreise. Wir treffen Charlie. Ja, das ist nämlich mal krass. Risa ist nach Newport in Nordamerika gereist, zu einem Ort namens Venice, um jemanden namens Charlie in The Fringe zu treffen. Was und wo auch immer das sein mag. Wenn er dorthin gereist ist, werde ich ihm folgen. Er braucht bestimmt meine Hilfe. Ich müsste erst nach Hause laufen und meine Kleidung und meinen Rucksack holen. In Newport wird es nicht so sonnig und warm sein wie in Casablanca. Oder so einladend. Jetzt bin ich ja mal echt gespannt, wie das da aussieht. Ich meine, wie es aussieht, wissen wir ja, aber was sich so alles getan hat und wie das jetzt mit dieser neuen Engine hier aussieht und ja, ich bin echt mal gespannt. Und ich freue mich wieder, Charlie zu treffen. Der war ja echt in Ordnung gewesen. Wir müssen wahrscheinlich hoch. Okay, wo haben wir denn irgendwas? Willkommen zu Hause. Kleider vielleicht? Ja, hier vielleicht. Ich glaube, da war was drin, oder? Perfekt. Wow. Das ist ja meine Bahn. Wie schnell die wohl fahren wird? Sind wir hier? Das ist nicht Venice. Ich kann den Feind riechen. Sie sind ganz nah. Okay. Naane, lenke ihre Aufmerksamkeit auf dich, wenn sie nahe genug sind. Bryn, bleib dicht hinter Chuan. Das kriege ich hin. Es ist mir egal, ob du deine Klinge wie ein Igainon-Schwerttänzer schwingst. Wir sind nicht zu Hause.
Diesen Vorteil haben wir diesmal nicht. Folge mir einfach, Bryn. Keine Sorge, deine Klinge wird heute Blut schmecken. Lass sich den Rauch verziehen, bevor du angreifst. Die Gifte verlieren schnell ihre Wirkung. Aber du solltest sie nicht einatmen. Verstanden. Hey, Joanne. Was für ein Geruch hat der Feind? Psst. Ein Moment. Was ist das? Gefrorenes Wasser. Ich habe das vorher noch nie gesehen. Du wirst bald darüber gleiten, Beil. Das ist fast wie, als wenn man auf Wolken geht. Kannst du dir vorstellen, dass einige Ostländer Metallstücke an ihren Füßen festschnallen, damit sie über das Eis gleiten können? Das sieht lächerlich aus. Psst, hörst du etwas? Geh zurück in die Hölle mit dir, Azadi. Geh dahin, wo du hinkamst. Scheiße! Das ist... Helf mir! Westländer anschauen! Okay, ein Kampf. Und ich schätze mal, wir spielen gerade April. Wo ist denn das? Das ist für meine Leute. Zurück in die Hölle mit dem Schadi. Geh dahin, wo du herkamst. Okay, aber wer sind diese Kerle, die da sind? Die Azadi kommen immer tiefer und tiefer in den Norden. Wenn wir 10 von ihnen töten, kommen 20 hinterher. Trotzdem müssen wir sie töten. Sie sind nicht unbesiegbar. Das ist nicht der richtige Weg, Bryn. Wir brauchen einen besseren Plan. Unsere Quellen in der Stadt haben vielleicht Informationen. Hoffentlich. Aber wir sollten sehen, dass wir Vorräte bekommen und sie zurück zum Sumpfland bringen. Alles andere ist nebensächlich. Sie alle sind abhängig von uns. Noch ein paar Wochen, dann sind die Kinder wieder in Gefahr. Wenn sie krank werden sollten. Naane hat recht. Wir gehen zurück, sobald wir haben, wofür wir hierher gekommen sind. Und wir lassen uns im näheren Umkreis der Stadt nicht auf Kämpfe ein. Wir werden vorsichtig sein, Chuan. Jetzt machen wir weiter. Ein paar Tage noch Richtung Süden und wir werden sie sehen. Markuria. Ich kann es nicht erwarten, endlich die Stadt zu sehen. Wenn sie annähernd so ist, wie du sie beschrieben hast, April, dann muss sie erstaunlich sein. Es ist lange her. Die Dinge ändern sich. Ja. Also, ziehen wir weiter. Das ist eine gute Frage, was da abgeht. Wo ist April jetzt schon wieder drin? In was für einer Sache? Fanny's Newport. Ah, wir sind wieder da. Betreff, was war gestern los? Du warst nicht zu Hause. Mehrere Leute kamen, aber niemand wusste, wo du warst. Nicht mal Olivia. Ich versuchte mehrere Male, dich anzurufen, aber ich kam nicht durch. Das sieht ja gar nicht ähnlich. Ich hoffe, dass alles okay in dir ist. Wir hören wieder voneinander. Wegen der Party, die nicht stattgefunden hat, wahrscheinlich. Ich bin da, Newport Venice. Jetzt kann ich mich auf die Suche nach The Wrench und diesen Charlie machen. Vielleicht kann mich einer der Ortsansässigen in die richtige Richtung lenken. Ja, mehr sagt es im Moment nicht wirklich, wo wir gerade sind. Müssen wir mal schauen, dass wir da uns zurechtfinden. Aber erst in der nächsten Folge. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen, macht's gut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!